watch me rain. And I say them all. Slay them all. Slay them all. You'll never, you'll never, you'll never steal the rain. And I say them all. Slay them all. Slay them all. Slay them all. You'll never, you'll never, you'll never steal the rain. Oh,
eyes is like a glitter bowl. The feel of your skin is like a liquid gold. Don't you know that you're a miracle? Oh. And I will love you, come little shine. Through hurricanes or fields of fire, I will be with you till the end of time. Until the end of time. So, hi Leute, ich grüße euch am Samstagabend zu meinem Livestream. Ja, wir spielen heute wieder Don't Be Afraid. Einige von euch wissen ja, dass ich auf YouTube bereits ein paar Videos dazu gemacht habe. Und ja, dann aufgrund eines Bugs nicht mehr weitermachen konnte. Was mich ehrlich gesagt tierisch genervt hat. Es gab jetzt zwischenzeitlich ein paar Updates, deswegen hoffe ich, dass wir einigermaßen gut durchkommen werden. Drückt mir die Daumen, ich hoffe es wirklich, weil sonst wird mich das noch mehr ankotzen. Ja, ich würde deswegen auch sagen, wir versuchen das Spiel fortzusetzen. Wer meine Videos nicht gesehen hat, schaut auf YouTube vorbei. Die Videos sind alle da. Dürft ihr gerne reinschauen. Für den Fall, dass wir jetzt an der Stelle, wo ich das letzte Mal nicht weiterkam, immer noch dasselbe Problem haben, starte ich natürlich das Game nochmal von vorne. Überhaupt kein Thema. Ja, dann muss ich mich noch entschuldigen. Gestern kam kein Video raus. Lag daran, ich war gestern auf Geburtstag von meiner Mama. Und an der Stelle ganz viel Liebe raus an meine Mama. Ich grüße dich, falls du zusiehst. Kommt dir manchmal vor. Und ja, genau, deswegen kam gestern eben leider kein Video raus. Ich habe auch vergessen vorzuproduzieren. Meine Schuld, tut mir leid. Aber dafür machen wir jetzt heute eben einen schönen Livestream. Gut. Ja, ich hoffe, ihr habt die Woche bisher gut überstanden, seid gut ins Wochenende reingekommen, hattet einen schönen Samstag und seid bereit, mit mir zusammen jetzt hier Don't Be Afraid zu genießen. Legen wir mal los, schauen wir mal, wie es aussieht. Wow, es sieht gut aus.
der Fehler ist weg. Also nur zur Erklärung. In Video, wenn ich das Spiel gestartet habe, ich stand hier, das Spiel hat gestartet und dann ging der Kopf immer hier nach oben. Und ich konnte den nicht mehr nach unten bewegen. Es ging einfach nicht. Ganz egal, was ich gemacht habe, ich habe das Spiel neu gestartet, ich habe das Spiel deinstalliert, neu installiert, habe es bis an diesem Punkt gespielt und hatte dasselbe Problem wieder. Also es war ganz kurios irgendwie. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt hier weitermachen können. Gut. Ja. Okay, krass. Das ist auch übrigens ganz nice. Es gab ein Sprachupdate. Das heißt, deutsche Sprache ist jetzt integriert worden. Und ja, somit müsst ihr euch meine seltsamen Englischübersetzungen nicht mehr geben. Okay, da steht so ein Blasemann. Also ich weiß nicht, für die, wo das Spiel nicht kennen, vielleicht nochmal ganz kurz. Diese hübschen Kerlchen hier, die haben hier so ein Symbol auf dem Bauch und auf den Wangen. Die pusten mir immer hier mal eine hübsche Kerze aus. Und ich habe doch so fürchterlich, fürchterlich viel Angst im Dunkeln. Ja, da seht ihr sowas hier. So eine Spirale ist es. So. Dann schauen wir mal. Zusätzliche Stunde mit einer Gruppe von Schülern um 17.30 Uhr im zweiten Stock. Vergiss es nicht. Thema Wasserumgebung. Bücher vorbereiten. Alles klar. Wir bereiten unsere Bücher vor. Der kleine Blasemann, weil er gut blasen kann. Oh, sogar zwei Blasefrauen. Die denken aber auch alles, diese Füchse. Wisst ihr, was ich richtig... Ah, wo stand der jetzt? Ah, verflixt, zugenäht. Wisst ihr, an wen mich hier der... wie heißt er? Der Franklin. Der Franklin hier aus dem Spiel, der erinnert mich tierisch an Jimmy aus... Na, sagt's mir. Mann, peinlich. A Dead of Night. Ja, irgendwie haben die zwei diverse Parallelen. Das ist... irgendwie etwas angsteinflößend. So. Da geht das Geflüster wieder los. Wir lassen uns ja gerne mal was ins Ohr flüstern. So ist es nicht. Butterfly. Da haben wir noch was zum Lesen. Herr Franklin, ich habe Ihre Anzeige in der lokalen Zeitung bemerkt. Ich habe eine Sonderkommission mit Unterrichtserfahrung für jemanden haben. Was? Ich habe eine Sonderkommission mit Unterrichtserfahrung für jemanden haben. Ich werde Ihnen die Details faxen. Okay, ja. astreine Übersetzung. Gut, aber wir wollen ja nicht meckern, ne? Ich meine, wir sind ja froh, wenn wir so halbwegs verstehen, worum es geht. Ja, wir haben übrigens keine Taschenlampe oder irgendwas. Wir müssen uns tatsächlich mit dieser Kerze hier immer zufrieden geben. Oh, hi. Ich fühle mich etwas beobachtet. Etwas mehr als normalerweise so schon. Aber ja, was kann ich für euch Freunde machen? Okay. Nichts drin. Ja.
Diese Mannequins, diese Schaufensterpuppen, bilden übrigens immer mal wieder Hinweise für uns. Okay. Oh, hi. Du bist neu. Ein Puzzleteil fehlt. Okay. Bist du? Ach, wie hieß der? Mann, ich habe das viel zu lange nicht mehr gespielt. Es gibt einen Jungen, der scheint wohl entkommen zu sein und der hat für uns Hinweise hinterlassen, wie wir auch hier wegkommen. Oder ich habe angenommen, dass der entkommen ist. Ich frage mich gerade, ob das der ist. Okay. But let me tell you the secret. It's the dead boy that you find the most repelling. Der ist so krank und abartig und . Okay, aber das scheint Lydia gewesen zu sein. Von der haben wir schon mal gehört. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ach, das ist gerade, das nervt mich. Ich hätte vielleicht doch von vorne anfangen sollen. Hey Lydia, ich mag dich sehr. Du bist nett und siehst gut aus. Gehst du mit mir ins Kino? Oh je, Junge, wie bist du denn drauf? Du bist ja mal von vorvorgestern. Wer geht denn heute noch ins Kino? Alle Seiten wurden herausgerissen. Es ist nur noch eine einzige da. 4. Mai 2013, liebes Tagebuch, meine letzte Geburtstagsfeier hatte ich vor 4 Jahren. Papa hat wohl aufgehört, sie zu mögen. 5. Juni 2013, liebes Tagebuch, Mama ist verschwunden. Papa sagt, dass sie das Haus verlassen hat und nicht mehr zurückgekommen ist. Er hat mir verboten, in die 2. Etage zu gehen. Ich weiß nicht wieso. 12. September 2013, liebes Tagebuch, Mama ist immer noch nicht wieder zurück. Papa sagt, dass etwas mit meinem Gesicht nicht in Ordnung ist und er mir helfen muss. Okay. 6. November 2013. An diesem Tag will Papa mich operieren lassen. Okay. Mit Operationen kennen wir uns in dem Spiel ja aus. Ne? Wir haben da ja schon mal... Wir sind ja schon mal jemand begegnet, der eine nette kleine Operation hinter sich hatte. Könnt ihr übrigens im ersten Video von mir auf YouTube sehen. Da sind mir eine ganz netten Dame begegnet. Die war sehr aufschlussreich und sehr gesprächig. Was ist denn? Was haben wir da drin? Können wir da irgendwie? Nein. Oh. Okay. Kommst du jetzt gleich rausgesprungen und snackst mir mein Gesicht weg oder was wird das? Hallo. Hi, ich bin David. Klopf, klopf. Nein? Kein Klopf, klopf. Abgeschlossen.
Also wir können rennen im Spiel, aber ich glaube, ne, schleichen war, glaube ich, nicht möglich, ne? Was? Frame? Nein, wollen wir nicht. Okay. Auch abgeschlossen. Was ist, wenn ich jetzt mal Pipi muss? Soll ich mir mal ein Höschen nass machen? Okkultismus, Mathematik, Geografie, Geometrie. Noch ein Buch über Okkultismus. Wörterbuch. Noch ein Okkultismusbuch. Ja. Okkultismus scheint ein. Nein. Scheint ein sehr hoch angesiedeltes Fach gewesen zu sein. Ah, die Viecher bedeuten selten was Gutes, ehrlich, das. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh, hi. Lass uns schütteln die Hände. Nein, nein, du hängst lieber einfach nur hier rum, ha? Ach, Schlüssel. Schlüssel zur Schublade. Welche Schublade? Da müsste eine Kassette drin sein. Genau. Perfekt. Hinter der Puppe mit der blauen Hand. Okay, das heißt, wir müssen. Ja, aber. Schraubendreher. Rekorder. Schraubendreher. Also wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel, aber zu welcher Schublade? Welche Schublade meint er? Schublade, Schublade, Schublade. Wo war denn hier eine Schublade? Oh. Passiert nichts. Okay. Oh shit. Oh shit. Okay. Okay.
wie war das? Sie kann nicht sehen, aber sie kann uns hören, ne? I'm coming for you. Irgendwie so war das. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich aufpassen, was für Geräusche wir machen. Hat überhaupt kein Gesicht mehr. Ist das übel? Na gut, wo müssen wir jetzt hin? Doch hier in der Nähe. Wo ist die? Ganz schön in den Ohren, hey. Oh, shit. Ah. Okay. Der Schlüssel ist weg, das heißt, den Schlüssel haben wir noch. Warum hat die uns jetzt so plötzlich gehört? Wo kam die her? Boah, ist die eklig. Oh. Oh, die Tür ist noch offen. Okay. Geh weg. Wahnsinnig machen. Hat die das jetzt nicht gehört? Boah, hört. Boah. Hört auf, mich so anzuklotzen, hey. Was ist los? Ich entwickle bei Horrorspielen echt langsam einen Hass auf Puppen. Boah, das dröhnt in dem Ohr. Warte mal, Puzzleteil, das war da vorne, ne? I'm coming for you. Here in the forest, dark and deep,
Hey? Hey, shit. Shit. I'm coming for you. Wo ist das hin? Es hat sich hier gerade alles verändert, ne? Ganz toll. Handabdruck. Nee. Einfach weg. Ah. Puppen. Ekelhaft. Okay. Das sieht aus wie eine extreme Art von Yoga. Also wer von euch Interesse hat, hier, das ist die Figur Rückenbrecher. So, wo steckt die jetzt? Ich habe keinen Bock, dir in die Arme zu laufen. Boah, das ist... Wer macht sowas? Oh, shit. Geh weg. Dankeschön. So, boah, das ist... Nee. Ah, noch ein Schlüssel. Scheiße. Hört die das, oder? Können wir da nicht irgendwie die Kerze einfach reinschmeißen und... Bumm, gut ist alles, oder... Ah, okay, ich glaube, ich kann mir denken, worum es hier geht. Oh, das... Nee, Leute. Bitte. Okay, was... Ich verstehe es nicht. Das... Oh, was? Nee. Ein Kunstbein, okay. Was mache ich damit? Steht sie irgendwo rum. Da ist sie. Hab doch gewusst, die latscht hier irgendwo rum. Das ist jetzt blöd. Die läuft genau da in die Richtung, wo ich hin muss. Nee. Ich fühle mich gerade wie bei... Wie bei A Dead of Night. Ja, komm.
Ich warte ja nur. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich dann mache. Wenn die das Gesicht wegbrennen, macht ja wenig Sinn, ne? Bist du jetzt weg? Oh. Hui, wir haben es geschafft. Oder nicht? Ha, wir haben es geschafft. Yay! Yeah. Oh. Franklin, halt einfach die Schnauze. Hi Freunde. Wie geht's euch so? Oh, der Typ ist so krank, oder? Leute, wenn's mal ehrlich. Also ihr dürft mir ruhig eure Meinung mal zu dem Burschen hier mitteilen. Oh. Ja, ist recht. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dich manchmal dezent wiederholst? Okay, da haben wir... Mein Gott, wie oft denn jetzt noch? Okay, da ist wieder so ein Blasemann. Der Blasemann, der blasen kann. Ja, an dem kommen wir ja nicht einfach so vorbei. Du bist krank. Einfach nur krank. Okay, den brauchen wir den. Mal gucken. Nach gelernten Quellen in Kabbala-Geheimnissen, Rabbi. Moment. Nochmal von vorne. Nach gelernten Quellen in Kabbala-Geheimnissen, Rabbi aus der 17. aus dem 7. Deutsch ist schon schwer. Hm? Nach gelernten Quellen in Kabbala-Geheimnissen, Rabbi aus der 17. Jahrhundertstadt Kelm gelungen, Anweisungen unter dem heiligen Text der Psalmen und hebt einen Ton. Diener als Golem, der Stumme bekannt begraben zu folgen. Zwar nicht der hellste von Automaten, eng das Unternehmen, gefolgt Aufträge von seinem Schöpfer, solange es ihm mit dem Wort entspricht. Oh mein Gott, okay. Ja, ich hätte es vielleicht lieber auf Englisch lassen sollen. Wer sollte das jetzt begreifen, was da drin steht? Oh, mir knackt immer der Nacken. Ja. Boah, das hat wieder irgendeiner nur durch einen Google-Übersetzer gejagt und dann 1:1 rauskopiert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist gerade für mich schwieriger zu übersetzen als Englisch. Noch ein Blasemann. Das ist der Blasemann, der gut blasen kann.
Ja, ich wiederhole mich auch. Der Kerl färbt ab. Okay. Jetzt haben wir mal den abgedeckt. Das heißt, wir können. Oh, hier durch. Da ist eine Blasefrau. Da ist eine Blasefrau. Da ist ein Blasemann. Ja, super. Hat ja ganz toll funktioniert. Okay, das hilft mir gerade nicht. Anscheinend brauchen wir noch einen zweiten Sack. Das heißt, wir versuchen jetzt unser Glück mal oben bei dem hübschen kleinen Blasemännchen. Du regst mich langsam auf. So ganz dezent. Was haben wir denn da? Na. Die Schüler sind nicht über Nacht geblieben, wie wir es eigentlich geplant hatten. Die Eltern vermuten scheinbar etwas. Die Polizei sucht bislang nicht nach dem Jungen. Wahrscheinlich schaffen wir alles zu erledigen, bevor sie Verdacht schöpfen. Okay. Oh, da ist der Schraubendreher. Super. Da ist nichts drin. Ja. Noch eine kindliche Zeichnung, okay. Sehr geehrte Frau Sipka, Ihr Brief hat mich wirklich bewegt. Ich kann Ihnen mit meiner beruflichen Erfahrung versichern, dass ich deinen Sohn. Geht schon wieder los. Sehr geehrte Frau Sipka, Ihr Brief hat mich wirklich bewegt. Ich kann Ihnen mit meiner beruflichen Erfahrung versichern, dass sich deinen Sohn Verhalten sich wieder machen. Mein spezielles Programm, das ich während unseres Privatunterrichts anwenden werde, soll Probleme mit einem Mangel an Konzentration und Gedächtnisverluste zu beheben. All das kann durch das Unterrichten der Kinder wie zu handeln erreicht werden. Wenn Sie die Details besprechen wollen, können wir das Gespräch auf die Zahl unten weiter. Das ist der wahre Horror. Das ist Horror pur. Ja. Oh. Oh. Ich stelle mir das echt schmerzhaft vor. Also das. Boah. Vor allem, wenn man sich das so anschaut, wie lange die schon hier sitzen müssen, das ist. Das ist hart. Das ist echt hart. Oh. Was ist jetzt? Ah, okay, cool. Alles klar, jetzt können wir den Sack da nehmen. Laufen hier rüber. Verpassen den einen Sack. Kommen dann hier rein. Hast du irgendwas für uns? Nein? Nein.
So, und dann... Ah, sehr... Was? Oh, Leute, was hat der euch angetan, hey? Ist das hart? Die blaue Hand, ja. Oh. Künstlicher Arm. Oh, Scheiße. Ha. Ha. Ja, Moment, aber der... Nein, der andere Junge hat ja gesagt, wir sollen hier den... Wir sollen da durchgehen, ne? Vor dem Kitten. Das hatten wir doch schon mal. David woke up in the late evening and decided to visit his friend, Tom. Okay, wir wachen mitten in der Nacht auf und besuchen unseren Freund. Ja, ich meine. Ohne jetzt böse sein zu wollen, aber... wir haben keine Klamotten im Schrank. Dafür jede Menge Holzbausteine. Also wir können nicht sonderlich alt sein und wir scheinen auch ziemlich arm zu sein. Dieses Haus kommt mir so bekannt vor. Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut through the backyard. Aha, ja. Klar, oh, jetzt warte, Leute. Das ist die Eingangstür. Ja, da ist der. Okay, eine Leiter. Aber das ist ein Schrank. Dahinter ist, so eine S-Ecke. Boah, es pumpt hier so extrem abartig. He always sneaked out through the kitchen window. Ah ja. Da ist meine Mama. David didn't want to ask his mother for permission. He knew she wouldn't let him go. Ja, dieses Haus kenne ich auf jeden Fall. Das kam in... Ach, wie hieß das Game? Finding Amelia. Haben wir im selben Haus haben wir gespielt, ja. Das ist bestimmt so ein ABB. Wie sagt man da? So ein fertiges Setting, so. Keine Ahnung. Okay. Ah ja. Alles. Ja. Einfach mal rüber über das Messer. Wow. Bist du jetzt persönlich hinter mir her? Ja?
Shit. Verfolgt er uns jetzt höchst persönlich? Ich habe diese Schlampe umgebracht, Theodor. Ich habe sie erwürgt und sie in eine der Marionetten gesteckt. Transportiere sie in die dritte Etage in die Bibliothek. Sie hätte ihre Nase in fremde Angelegenheiten stecken müssen. Es ist, wie es ist. Okay. Alles klar. Ich sehe schon, du bist ein sehr umgänglicher Mensch. Keine Geheimtüren oder sowas. Da ist leer. Ein Schlüssel. Und noch was zu lesen. Die Gäste haben sich bereits versammelt. Sie sitzen im Wohnzimmer und bewundern das Interieur. Bald ist die Zeit gekommen, um einen herrlichen Ball zu veranstalten. Den Gästen wird es den Atem verschlagen. Das ist so krass. In welchem Jahr spielt dieses Game? Das ist ja... Die 90er lassen grüßen, sie wollen ihren Rechner zurückhaben. Noch ein Schlüssel. Wir finden eine Menge Schlüssel im Moment. Eine Uhr ohne Zeiger. Was? Wir warten. Wir sind gekommen, um zu feiern. Unser Herr hat etwas vorbereitet. Er wird sich damit rühmen. Wir erfüllen unsere geheimsten Begierden, denn die ganze Nacht steht uns bevor, bis zum Vollmond. Wir haben nur wenige solcher Möglichkeiten. Okay. Okkultismus. Hier, jede Menge Bücher über Okkultismus. Das ist... Ah. Muss ich jetzt da rein? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oh. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wie hast du mich jetzt überhaupt entdeckt? Wie hast du mich jetzt sehen können? Ja. Kranker Penner.
Nehmt die Bücher und andere Gegenstände. Meine Bibliothek steht euch offen. Verbrennt es, schmeißt es weg, macht, was ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Ja, diese Aufforderung sind sie anscheinend nachgekommen, was? Dieses Flackern her. Per J.E. Das Fleisch kann einige metaphysische... Per J.E. Das Fleisch kann einige metaphysische Werte in Bezug auf den achten Astralhaus entsprechend der großen und kleinen Tod und das Constellatio Scorpius halten. Aber auch in Tod muss man das Wesen des Lebens, daher die Bedeutung der Haltbarmachung von Arche, in diesem Fall erhalten, den Körper. Ich verstehe kein Wort. Niente. Nothing. Null. Wieso sind manche Texte relativ gut übersetzt und manche sind der blanke Horror? Hier irgendwas machen. Sind diese Fliegen irgendein Hinweis oder? Keine Ahnung. Geht weiter, meine Lieben, in Richtung des weiteren Bereichs des Raums. Wartet dort, denn gleich kommt er. Der Augenblick, wenn das Lokal öffnet. Okay. Ja, okay. Ja, da bist du ja wieder. Okay. Du kranker Penner. Ja, ich sehe, dass du mich anglotzt. So heftig, so abartig. Oh, ist jemand da? Ein Bläserich, schon wieder mal. Habe ich noch irgendwas, was ich dem drüber stecken? Ja, sehr gut. Oh. Na toll.
Also müssen wir den Hebel da wohl umlegen. Oh. Was, wo, wie? Wen habe ich befreit? Oh nein! Oh no! Ja, erinnert ihr euch, dass ich euch von unserer Erstoperierten erzählt habe, von unserer netten Freundin? Das ist sie. Mit dem Unterschied, sie bewegt sich gerade ein wenig schneller als beim letzten Mal. Oh no. Hier drin, oder? Shit. Hier irgendwo, ne? Da ist er. So, wir haben es geschafft. Sehr schön. David, oh, we're having so much fun. You're so obedient and polite. Oh, I think you deserve a treat. Before that, I have one more request for you. Would you kindly enter this box? If you do, I might think
about letting you go. I just enter the box and maybe you'll be home before the supper. Ja, ist klar. Back on the chair, put out the candle and enter this box. Ja. Ist klar, weil du ausgerechnet du mich ergehen lässt. Kranker. Jetzt habe ich eine andere Wahl. Geh weg da. Geh mir doch einfach aus dem Licht, Mensch. Der lässt mir keine andere Wahl, ne? Was, David, der... David, der... Crybaby. Okay. Ja, der will mich in so eine Box packen. Mit der die Demo zu dem Game damals angefangen hat. Da haben wir auch einen Jungen gespielt, der war in so einer Box drin und hat sich dann daraus befreit und dann hier. Ja, kranker Scheiß. Ohne Mist, das ist. Na gut, aber wir haben keine andere Wahl, ne? Naja. Kann ich wirklich. Nee. Well done, baby. I have to get you all ready for the meeting I've planned. Ja. Ist klar. I would be a very selfish man if I didn't share such a treasure like you. Precious! Can you make that sound one more time? Boah, nee, das kannst du knicken, Junge. Don't you worry, David. In a little while, it will all be over. Ah, du bist... Boah, nee. Nee. Hallo? Hier ist also nichts mehr mit drin. Gut, das scheint jetzt der Hinterhof zu sein. Wer hat so einen Hinterhof? Jetzt mal ehrlich, das ist ja... Wie krank ist sowas? David sneaked out of the house to see his friend. Ja, der wahrscheinlich im Bett liegt und schläft. He had to take only a few steps through the rock bridge. Suddenly, he heard a voice. Excuse me. Stranger turned his head towards David and said, Do you know where house number 7 is? David didn't reply and just stared at the man. He couldn't say anything.
Oh, don't be afraid. I'm the friend of your parents. Maybe we can go together, said the man. But suddenly, someone grabbed him. Now. Oh nee, was ist das denn? Ernsthaft? Yay, ganz toll. Clowns sind ja eh schon, ja, manchmal echt furchteinflößend, ne? Sonja. Ja, man, die sollen ja eigentlich Freude bringen, aber manche Clowns, wenn du das so anschaust, die sind echt, echt ekelhaft, mehr als ekelhaft und, oh, ey. Oh, was haben wir denn da? Theodor, pass auf meinen kleinen Freund auf. Biete ihm ein wenig Unterhaltung, so wie du es magst. Er soll sich ein wenig entspannen. Dein Versteck ist perfekt. Auch wenn er irgendwie fliehen sollte, dann wird er wohl nicht weit kommen. Er hat wohl keine Ahnung, wo er überhaupt wohnt. Redet ihr da von mir? Freunde, ich weiß ja wohl, wo ich wohne. Lasst mich in Ruhe! Mann! Was versteckt sich hier eigentlich drunter? Was war? Bestimmt irgendeine kranke Überraschung. Okay, spielen wir jetzt Blair Witch. Ernsthaft? Muss das sein? Okay.
Der Sound halt, der ist. Wow. Oh, das ist eklig. Das ist echt eklig. Wie haben die dich da reingekriegt? Das, oh. Die Soundkulisse ist halt echt mal so derb. Theodor hat mir geholfen. Es ist gelungen, dass der Polizist nach dem Durchstechen des Kopfes weiterhin lebt. Das Abschneiden der Beine hat ihm keine Schmerzen bereitet und darum ging es. Ich kann nicht viel von zu Hause aus arbeiten. Okay, ist das da drüben unser netter Herr Polizist, unser Freund und Helfer? Ja, also irgendwas scheint er ja doch zu spüren, ne? Gut, wie es scheint, müssen wir aber wohl erstmal... Okay, also wie beim letzten Mal nehme ich jetzt an. Hey, ja wie jetzt? Was haben wir denn dann vertrieben? Na? Oh, okay. Jetzt schreist du, Bist du ein bisschen kurzsichtig, Junge, oder was ist los? Vielleicht könnte ich etwas darunter stellen, damit kein Blut vergossen wird. Ja. Was möchtest du denn darunter stellen? Nicht sicher. Tod. Was steht da? Not humble nehme ich an, oder? Verloren. Nimm doch einfach das Ding und haus ihm den Schädel dann. Ja, Entschuldigung, aber dann hat er auch seine Ruhe. Irgendwas drunter steht. Was soll ich denn da drunter stellen? Die Box hier. Ein Topf, Bratpfanne, Tasse, was weiß denn ich? Vor allem, wie komme ich denn da jetzt weiter? Weil ich nehme an, wenn ich jetzt hier wieder zudrehe, dann taucht bestimmt dieses komische Viech da wieder auf. Habe ich irgendwas im Mund? Ach so, na ja gut, der hat mir ja alles weggenommen, ne? Ja. Ach, Leute, helft mir. Sagt mir was. Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt drunter stellen soll. Hier gibt's nichts.
Ja, und vor allem, wie komme ich jetzt da weiter? Kann ich da irgendwie... Nee. Kann ich... Na toll. Sehe ich nicht mehr. Also beim Sound hättet ihr euch ein bisschen mehr Mühe machen können. Jetzt nicht falsch verstehen, ich finde das Spiel echt genial, aber... Das ist, ja... Ein bisschen lachhaft. ja... Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Oh. Oh. Sorry, Kumpel. Sorry, ich habe keine Ahnung, wie ich dir helfen soll. What the... Nee. Wenn ich da drauf drücke, passiert bloß irgendwas. Will ich nicht. Bleibt mir gar nichts an sie übrig, ne? Ah. Ah, hey. What? Reiben Sie Ihre Augen. Reiben Sie Ihre... Ja, mache ich doch. Okay. Was stimmt nicht mit dir, Mann? Was habt ihr mir verpasst? LSD oder was? Boah, ich bin ja mal voll auf dem Trip, hey. Viele bunte Farben. Hi, Freunde. Würdet ihr mal bitte auf mich warten? Wo wollt ihr denn hin? Ohne mich. Was? Ach nö, ich will nicht Verstecken spielen.
Ne? Bin ich denn doof? Wo steckt die denn? Hä? Na toll, jetzt habe ich nichts gesehen. Nee. Honey, is that you? Nein, Mami. Bin gar nicht zu Hause. Oh, you're finally home. Nein, nein. Du verwechselst mich. Verwechselst mich. Mami, du hast dich aber ganz schön verändert. That wasn't so bad, was it? Du kranker Wichser. Ja, ich sehe dich. Alter, was ist los mit euch? Okay. Habe ich mir jetzt in der Toilette das Gesicht gewaschen? Ernsthaft jetzt mit Videokamera? Offizier Polanski klebten seine große dicke Nase in unsere Business. So entführte ich ihn, seine Frau und seinen Sohn. Achten Sie auf die Eltern, damit sie leiden. Ich werde den Jungen nehmen. Ich will Slipping weg das Leben langsam beobachten und seinen kleinen Körper zu verlassen, sodass es nur eine leere Hülle wird. Ich mag den genauen Moment zu fangen, wenn das Licht blättert seiner Augen. Auch der Gedanke daran titillates mich auf den Kern, Herr F. Ja. Ja. Was ist das? Ah. Boah, ist das hart, hey, da. Ah!
doctor. Well, you've turned off the cameras. I can't see you, sweetheart. Once again, he took someone just for himself. Well, good luck. I hope I'll play with what's left of you. Ja. Ey. Was stimmt da eigentlich nicht mit euch, ey? Was? Das Heftige ist ja, es gibt ja tatsächlich so kranke Menschen, ne? Also, jetzt vielleicht nicht unbedingt so in dieser übertriebenen Art und Weise, wie es hier dargestellt wird, aber es gibt tatsächlich solche kranken Wichser, die. Nee. Herr Theodor, vergessen Sie bitte nicht, dass es die Aufgabe eines Hausmeisters ist, in der Schule aufzuräumen. Ich habe nichts dagegen, dass Sie den Schulkeller für sich eingerichtet haben. Aber erledigen Sie bitte auch Ihre Pflichten. Direktor Johnny Wortrich. Sind wir in einem Schulkeller? Allen Ernstes jetzt? Franklin, du hast kein Recht, hier einzutreten. Das ist nur mein Platz. Meiner. Das, was ich hier habe, ist mein Eigentum. Nur meins. Auch deine blöden Gören. Auch deine blöden Gören. Ja, ich nehme mir manchmal einige von ihnen ohne deine Erlaubnis. Na und? Du kannst nichts dagegen machen. Und auch wenn du es versuchst, melde ich das der Polizei. Hahaha. Okay. Ja. Was haben wir denn da? Blau, grün, gelb, rot. Ein Regenbogen, okay. Ein Regenbogen öffnet die Tür. Oder wie? Moment. Ah. Rot. Ah, okay, ich glaube, ich begreife es. Moment. Rot, gelb, grün, blau. Also. Rot. Gelb. Ey, was willst du? Rot. Gelb. Grün. You win. Naja, schon wieder so. Naja. Oh, was ist denn das jetzt wieder? Happy Life. Gelb hoch, grün runter. Where are you? Wow. Ernsthaft? Okay, zweimal ist es. Ich hoffe, der läuft uns jetzt nicht gleich über den Weg hier. Gelb nach oben. Grün nach unten. Where are you? Ja, da wo du nicht bist, hoffe ich. Hellblau nach oben. Oder blau nach oben. Und lila nach oben. Okay. Where
Hat das mit den Armen zu tun, oder? Ah ja, okay. Also gelb hoch, grün runter. Das stimmt schon mal. Echt jetzt, Baby? Das. Nee. Where are you? Aber ich brauche ein Licht. Wo kriege ich denn jetzt ein Licht her? Da? Ja. Okay, gut. Blau oben. Lila muss auch noch oben. Aber was ist das denn? 8 bis 10 Uhr Biologie, 10 bis 10.30 Uhr Lunch, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr Mathematik, 0.30 Uhr bis 2.30 Uhr Englisch, 2.30 Uhr bis 2.30 Uhr bis 3, 12 Uhr, Dinner, okay. Egal, 3 bis 5 Uhr Geografie und von 5 bis, euer Ernst? Von 5 Uhr abends bis 2 Uhr nachts Spielzeit. Bis 2 Uhr nachts. Ja, gut, ich meine, ja, kann man machen, ne? Kann man machen. So. Ich muss das irgendwie öffnen. Ja, hätte ich nichts dagegen. Mach doch. Na gut. Nein, geht immer noch nicht mehr auf. Oh. Jetzt ist das hier auf. Where are you? Nicht hier. Die haben auch unterschiedliche Farben, okay. Das heißt, ich brauche hierfür jetzt was? Wenn ich jetzt das Ding nehme, dann taucht dieser Theodor hier auf. Warte mal, das war das Rote. Rot war
Da ist lila. Da ist blau. Da ist abgeschlossen. Da ist rot. Okay, das heißt, ich muss dann von da hinten hierher kommen. Und von wo kommt dieser blöde Clown? Oh nee, ich... Ah! Okay, das ist cool. Ich kann damit alle aufmachen. I'm going to kill you. Ah! Shit! Okay. Mann! Da hinten ist er. Na komm! I'm going to kill you. Oh, fuck! Gibt's doch nicht. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Steht immer noch da. Oh, schlechter Scherz. I'm going to kill you. Oh.
Lauf halt. You are dead. Ah, Mann. Na komm. Oh, da steht jetzt wieder vorne in dem blöden Raum rum und... Also. You are dead. Wie krieg ich den da jetzt raus? Wie soll ich das machen? You are dead. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Wenn ich durch den Schacht gehe, komme ich auf den Gang raus. Da packt er mich. Gehe ich durch den anderen Schacht, bleibt er in dem blöden Raum stehen und vermasselt mir damit jegliche Chance, an ihm vorbeizukommen. I'm going to kill you. Ja, wie hat er mich jetzt gefunden? You are dead. I'm going to kill you. So, jetzt gehe ich hier rein und dann... I'm going to kill you. Ah, nee, doch nicht. Ah. Ach Mann, hey, das ist doch... Wie wird man glücklich? Glück kann für jeden etwas anderes bedeuten. Ich bin glücklich, dass ich einen
bequem ins Saal sitzen kann und Zugang zu Büchern habe. Ich habe einen tollen Lehrer. So einen hatte die Schule noch nie. Er war mal Hausmeister, jetzt unterrichtet er uns aber. Ein erstaunlicher Mensch voller Leidenschaft und mit vielen Talenten. Okay. Wenn du das sagst. Oh, Schlüssel. Wo muss ich hin? You are dead. Ich habe gerade echt keinen Plan, wo ich hin muss. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Kirre. Woher, Junge, woher? You are dead. Oh. Okay, was habe ich jetzt aufgemacht?
da hinten, oder? Ja. Wie komme ich da jetzt am dümmsten hin? Schlüssel. You are dead. I'm going to kill you. Was fehlt mir denn noch? You are dead. Ach, Mann. Ich schnall's gerade nicht. Echt nicht. Was habe ich denn aufgemacht, wenn nicht... Nee, sorry Leute, ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Irgendwo mache ich da einen Fehler. Wenn ihr wisst, welchen. Dann seid doch mal so gut. Ja, ja, genau. Ich mache jetzt an der Stelle mal Schluss für heute, ja. Und, nee, aber wenn ihr wisst, wo mein Fehler liegt, dann bitte raus damit. Ich denke, ich vermute gerade schon mal, dass ich mich einfach taktisch unklug verhalte. Autsch, das tat weh. Ja, ich denke, ich verhalte mich wahrscheinlich taktisch unklug. Aber ja, ich sehe gerade echt nicht, wo der Fehler ist. Deswegen, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt und wollt, dann seid so gut. Schreibt mir entweder auf Discord. Den Link zum Discord-Server findet ihr auf meiner Website darian.org oder aber auch unter meinen YouTube-Videos in der Beschreibung. Steht da immer mit drin. Oder ihr schreibt mir in YouTube. Ich werde den Livestream hier auch auf YouTube wieder hochladen. Da könnt ihr mir das dann gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Oder ihr habt noch die Möglichkeit, es mir auf Instagram, Facebook, Twitter zu schreiben. Die drei Möglichkeiten habt ihr noch. Genau. Also, ja, ich bin dankbar für jede Hilfe jetzt im Moment. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, ich habe echt tierisch Bock gehabt. Und ich habe eigentlich auch jetzt noch tierisch Bock. Aber ja, ich habe es im letzten Livestream mal erwähnt. Ich bin noch nicht so hundertprozentig auf dem Damm. Und ich merke das auch immer wieder. Also, bei mir lassen sehr schnell Konzentration ja, wie soll ich sagen, die Konzentration lässt sehr schnell nach und ich ermüde sehr schnell. Deswegen tut mir das leid, werde ich aber jetzt trotzdem an der Stelle Schluss machen.
Ich hoffe, euch hat es trotzdem wirklich gefallen. Wie gesagt, ich werde den Stream auf YouTube auch hochladen. Ihr könnt ihn euch den im Nachhinein also mit ansehen. Und ja, dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur zu sagen, schönes Restwochenende. Genießt euren Sonntag, bevor es am Montag dann wieder losgeht. Haltet die Ohren steif. Alles wird gut, alles wird besser. Wir sehen uns wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. Got your back.